Der Autozulieferer Feintool mit dem Hauptsitz in Lies verlagert seine Grossserienanfertigung Ende 2025 nach Tschechien. Das bedeutet, dass von 200 Stellen in Feintool-Niederlassung in Lies 70 Arbeitsplätze gestrichen werden. In Zukunft will man in Lies auf die Expertise vom Feinschneiden inklusive dem Werkzeugbau und dem Wasserstoff bauen. Der CEO, der Thorsten Greiner, beurteilt den Entscheid aus folgenden Gründen. Wir haben letztens mit der Großserienproduktion hier in Lies hohe Verluste erleiden müssen. Der Hintergrund ist, dass sich in den letzten Jahren der Schweizer Franken immer stärker gegenüber dem Euro entwickelt hat. Alle unsere Kunden kaufen aber in Euro ein. Das heißt, im Prinzip ist unsere Voraussetzung, hier wirtschaftlich produzieren zu können, immer schlechter geworden. Hinzu kamen auch stark ansteigende Energiekosten, sodass sehr, sehr hohe Verluste entstanden sind, die wir auch durch sämtliche Maßnahmen, die wir dagegen eingeleitet hatten, auch im Vertrieb, Preisverhandlungen mit den Kunden, die waren nicht ausreichend, sodass wir diese schwere Entscheidung treffen mussten.